Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Metal Gear Rising. Ja, erstmal vorab möchte ich sagen, dass ich das hier schon alles, was es kommt, gespielt habe bis zum nächsten Kapitel. Und wisst ihr warum, Leute? Weil sich der Game Capture dachte oder Programm, komm, nehmen wir den Ingame Sound auf, aber nicht den Mikro Sound, ne? Was mir richtig abgefuckt hat, Leute, richtig abgefuckt, aber nur, boah, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich sauer war, ne? Ja, Leute, machen wir weiter einfach. Und warum da BZ voll steht und die Leise rot ist, dann müsst ihr euch gar nicht fragen. Das kommt noch alles. Da wird noch geklärt im Laufe des Spiels und ja, weiter geht's, ne? Und die Punkte, die jetzt dazu gekriegt habe, weil ich die ja beibehalte, die ich ja schon gemacht habe, weil ich war einfach auf Kapitelauswahl gemacht und dann ist er laut, Alter. Ja, auf Kapitelauswahl gemacht und das Spiel ausgewählt hier, ne? Doch das ganze dritte Kapitel neu machen, Leute. Das ganze dritte Kapitel, ey. So eine Scheiße eigentlich, aber naja, was soll das, ne? Kannst ja nicht ändern. Oh, vielleicht doch. Oh, vielleicht auch doch. Nein, kann man nicht. Läuft, oder? Das hole ich mir trotzdem. Die Punkte, die ich jetzt alle kriege, nehme ich mich mal als Trostpunkte einfach. Das, ja, weil ich jetzt hier neu spielen muss, ne? Oh mein Gott, das ist ja so einer. Oh mein Gott, gar nicht gesehen erstmal. Oh nein, so ein gelber Angriff kann man ja nicht blocken. Hab vergessen schon. Egal, ja, ich nehme trotzdem Bock. Wenn man es kann, versteht sich, ne? Erstmal hier mit unserem Stab hier voll drauf von den ich auch mal unbedingt tun muss. Weil den gerade voll geil finde einfach. In der Zeit. Man sieht vielleicht, dass ich den voll geil finde, ne? Und die Arme und Beine erstmal von ihm trennen, ne? Bis er zerstört ist. Ein bisschen leiser machen, ne? Für mich. Okay, ich bewege mich ja schon darauf hin. Muss sagen, die Aufnahme, die jetzt verloren gegangen ist, finde ich, fand ich recht cool eigentlich. Und ach komm, das mache ich einfach nochmal. Das war wahrscheinlich gerade scheiße gewesen von mir. Ach so geht's das Leben auszuwählen. Ach so, verstehe. Ja, ich habe hier mit meinem Raketenwerfer, den ich jetzt nicht habe, und mit den Silsuchenden Raketen oder Javelin, wie man das nennen will, das Ding hier, genommen habe ich das und dann einfach darauf geschossen. Witzige ist, denen ist es scheißegal, was mit ihren Kameraden passiert ist. Oh ja, so würde ich auch reagieren, wenn ein Typ von mir vor meinen Augen weggesprengt wird, Leute. Ach ja. Die Polizisten halt, ne? Die halt so blind sind, wenn um was Brutales geht, ne? Lol, das sieht einer mit mir auf, das sieht einer auf mich mit Laserpointer. So, guck der weg mal, oh ja, beide einfach. Auch so angemerkt, Leute, das hier ist nicht unser Wolf, wie der hier umläuft. Ja, das ist nicht unser Wolf, sondern unser Tigerlein. Ja, Tiger, das ist nicht unser Wolf, was ich richtig schade war, da wo ich es bemerken musste. Ja, aber ich fand diesen Tiger hier von Ausstattung von Waffen, ne? Lol, okay, das hat mir letztes Mal nicht getroffen, ne? Von meinem Mund, ne? Der ist so trocken wieder. Unbedingt mehr trinken nach den Aufnahmen. Und ja, weil der Tiger ist recht cool. Ja, Tiger, nicht Wolf. Den Tiger. Ist recht cool, finde ich. Aber hier der Schütz von ihnen abmontieren. Und hier das blaue Ding da rausreißen von ihnen. Oh, blaue Kapsel. Oh ja. Das wird nur so geil, Leute, sage ich euch. Das, was jetzt alles gleich kommt, wir sind ja hier schon vorm Gebäude. Oder? Nee, nee, ich glaube nicht, ne? Also vor Marshall-Gebäude. World Marshal Gebäude, aber egal. Jetstream Sam. I heard you drop the lab director in half. Old habits die hard, eh, Jack? But now here you are. The child is soldier. Fighting for the children. Please. What do you really? Play senior to a bunch of brains? And what? Earn a medal? Think about it, Jack. No matter how many Mexican kids we've cut or Africans we bury, the first world looks away. No one gives a shit. Not the media, not the politicians, certainly not the average Joe. Too busy fretting for money or sex, religion, fame.
Okay, Leute. Da ist jetzt gerade creepy. Das hat mich gerade von allen Seiten an erstarrt. Egal, weiter geht's. Sword is a means to an end, to protect those you'd prey on. Really? Let me ask you. All those cyborgs you've killed up to now, maybe they weren't kids, but they were people. You ever think about them? When you're chopping them into hamburger? They're adults. They made their choice. Sure they're adults. Sure they signed up for this. Right on the dotted line of their BMC contract. Usually they're no strangers to war. In fact, many times they already lost a limb or two. Many times they were out of work and starving on the street. So yes, they sign up for surgery to fight God knows where. How else would you provide for your family when your country's embroiled in civil war? Pain receptors shut down, pumped full of fear-inhibiting nanomachines and sent right into the blender? Your blender? But they made their choice, right? Open your eye and see, Raiden. I've seen plenty. Then listen. Those battlefield emotions that the nanos suppress. Listen to them. What are you talking about? Shh. There he is! Kill him! Can we take him? What's wrong? The way he killed all the others? Oh God. Please God, don't let me die. Let's do this! This isn't fair. Little punk. Listen closely now. Die! This life. I watch my wife and son die. This is all I have left. You ain't shit! Goddamn, IED took my leg. I needed a job. Stop! I didn't know what I was signing up for. Is something the matter, Raiden? Leute, muss sagen, diese Szene gerade finde ich einfach nur gerade genial gemacht. Ich glaube ja, dass die Stimmen, die ihr hört, die Leute sind, die er schon mal getroffen hat. Denen es nicht gerade gut ginge. Naja, hätte besser gehen können. Aber was soll's? Raiden, are you injured? I thought they had a choice. A fair choice. Not like you. People are different. As opposed to AIs? You're all the same, huh? You and your brothers. Manipulating mankind for our own good. It appears my statement has upset you. I apologize. No, it's... I know you're right. As for AIs, we adapt as we learn. Just as any intellect operates, man or machine, altering the course of mankind is not among my defined directives. I guess that's a relief.
Samuel's behavior does not match established parameters. You know him? Affirmative. We served together on 3 previous missions. He proved most capable. You think highly of him? I have always found him dependable. Until now. Scouting data for the next area. I'll patrol ahead. You follow. Raiden, your current emotional state appears highly volatile. I assure you do not intend to abort the mission, but I suggest you avoid combat for the time being. Leute, ich glaube, in diesem Zustand, wie Ryan gerade ist, können wir echt nicht kämpfen, ne? Wenn man sich wieder jetzt zuschlägt, nur. Und ja, ich muss sagen, diese Spielszene gerade, oder Cutscene, wie man es auch nennen will, war gerade einfach nur mega gemacht von Kushima. Also Hideo Kushima, ne? Der Metal Gear Erfinder. Der es einfach nur drauf hat, Spiele zu machen, ne? Muss sagen, auf die anderen Metal Gears sind die auch richtig Bock eigentlich mal zu spielen, aber ich glaube, die sind eher nichts für mich, glaube ich. Von deren Spielart, ne? Der erste vielleicht schon, aber der zweite, der vierte eher weniger. Und jetzt würde ich mich glaube ich eher darauf konzentrieren, ne? Hier durchzukommen, ohne mich entdecken zu lassen, weil kämpfen kann ich glaube ich ist echt nicht so gut. Wie unser Wolf, wie das schon gesagt hat. Das ist ja ein Ström, Alter. Ey. Okay, da liegt was. Wie vorher bin ich nicht aufgenommen. Und bin in Eisland vorbeigegangen. Okay. Nur hoffen, dass sie mich hier nicht sehen. Ne? Das kann schlimm enden, Leute. Glaube ich mal einfach so. Also beim letzten Mal haben die mich auch nicht erwischt. Finde ja cool, dass man hier, wenn man durchs Wasser läuft, so Wasserwellen hat. Wenn ihr versteht, was ich meine. Okay, der geht weg schon mal. Dann haben wir keine anderen mehr im Weg. Können ruhig weitergehen. Aber was ist es mit den beiden da vorne, Leute, ne? Das ist jetzt auch so eine Sache. Okay, der kommt nicht wieder. Der arme Ryan, ey. So. Von euch werde ich mich hier nicht in ihr petten lassen. So, kommt's ja noch. Alter. Oh mein Gott. Ryan. Komm. Du darfst nicht jetzt verlieren gegen die. Was eine Mission. Die Kinder und Gehirne zu retten. Wenn das nicht gut anhört. Die Gehirne zu retten. Komm schon. Nein! Du auch weg! Oh, okay. Oh, auch nicht. Da vorne ist der Jetstream. Sir. How pleased you are to chop away, Jack the Ripper. My name is Monsoon, of the Winds of Destruction. Yeah, I guessed as much. Feasting on the insides of your enemies? How easily you ignore the loss of life when it suits your convenience. So tell me, who saves the weak from the man who saves the weak?
You're the ones exploiting them. You take advantage of their weakness. Of course they get hurt when you set them up as your human shield. Kill or be killed, Jack. Phnom Penh taught me that. Yes, you aren't the only one to grow up on the killing fields. War is a cruel parent, but an effective teacher. Its final lesson is carved deep in my psyche. That this world and all its people are diseased. Free will is a myth. Religion is a joke. It's controlled by something greater. Means. The DNA of the soul. They shape our world. They are the culture. They are everything we pass on. Expose someone to anger long enough, they learn to hate. They become a carrier. Envy, greed, despair, all means. Above the ship. Is that a meme? You can't fight nature, Jack. Wind blows, rain falls, and the strong prey upon the weak. Sam tells me you see your weapon as a tool. Something that saves lives. A means of justice. Now there's a pretty meme. Exquisite. It spared you the burden of all the lives you've taken. Absolved you of guilt when you enjoyed it. That is until the illusion was broken. Don't be ashamed. It's only nature running its course. You have no choices to make, nothing to answer for. You can die with a clear conscience. You're right. About me, I mean. I knew something was off after the Patriots. I thought I could walk off the battlefield and into a normal life. But here I am, surrounded by death, arguing philosophy with terrorists. I told myself this was about justice, about protecting the weak, but I was wrong. Then you admit it. I learned young that killing your enemies felt good, really good. In America, my friends, my family, they helped me forget the devil inside. But who am I kidding? I was born to kill! The bit about my sword, that means of justice stuff, I guess I needed something to keep the Ripper in check when I was knee-deep in bodies. You? But you, all this, is a wake-up call to what I really believe. What I really am. What are you saying? I'm saying Jack is back. Doctor. Turn off my pain inhibitors! What? This is madness! You... Do it! All right. You've lost your mind. Oh.
I'll take this dance. No, sir. Report back to the chief. He's mine. You're the boss. I misjudged you. You are like us after all. Now you're just being nasty. That nickname you love so much. Wanna know how I got it? Actually, why don't I give you a demonstration? I think it's time for Jack to let her rip! Los geht's! Ich muss sagen, Leute, dass dieser Monsoon erstmal richtig was drauf hat, weil ich ihn ja schon gekämpft habe. Und zweitens, Jack the Ripper finde ich arschgeil. Also Ryan und ja, seine wahres Ich, Jack the Ripper. Ich muss sagen, er ist mir... Nee, das klingt dann falsch. Er ist richtig cool. Einfach nur. Und mir gefällt er, sein wahres Wesen. Und noch was ist, dass der Kampf hier recht schwer, okay, nicht schwer war, war recht cool gestaltet war. Richtig cool. Komm schon her, Munition. Du wirst mir nicht besiegen können. Was kommt denn jetzt von dir aus? Willst du mich schwindelig machen oder was? Ein Heli. Was ist das schon gegen mich? Da ist rein gar nichts. Er muss schon mehr auf mich werfen. Ne? Okay, jetzt weiß ich, das geht auch. Okay. Das war ja rein gar nichts gewesen. Ne? Oh, okay. Den können wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr treffen. Ne? Sagen, seine Trefffähigkeit ist auch schon recht geil hier eingefügt im Spiel. Und was er damit kann, ne? LOL. Und das kommt unerwartet. Komm schon. Reine. Boah, Jack, er gesagt. Oh mein Gott. Okay, der hat es drauf auf jeden Fall. Der hat es drauf auf jeden Fall. Komm jetzt. Ist aber wo vielleicht auch nicht müssen Granaten jetzt. Oh mein Gott, ihr wirft nur Granaten, ey, wollte ich gerade sagen. Alter, Alter, seine Hand, ey. Okay, jetzt die Fähigkeit ist doch recht geil. Ach komm, nein, Alter, jetzt aber sagte ich so, dahin Schild treffen, ne? Komm. Scheiße, die haben mir versaut. Scheiße. Er ist viele, aber du bewegst dich halt so viel. Ich sag, du weißt so viel aus für mich. Jetzt aber. So. Alter, wohin denn schlagen soll ich? Also, da ist sein Kopf. Voll drauf, Leute, voll drauf einfach. Auf den Typ. Gott. Doch, mehr habe ich drauf. Viel mehr. Beispiel. Alter, geh runter von mir. So. Alter. Okay. Okay. Okay, wird auch schon wieder weg. Ich muss sagen, die Hintergrundmusik ist auch einfach nur richtig gut gewählt. Oh! Drei Helis. Oh, Jets. Komm, was sind schon drei Jets, ne? Oh, Helis. 70% Leben hat er nur noch. Mal zu. Oh, okay, da ist viel, Leute. Selbst das kann mich nicht aufhalten, ne? Über meine kalte, tote Leiche. Ach komm, wirf noch mehr. Ich kann alles aufhalten, was du mir gegen schickst.
mir fällt auch gerade auf, dass der eine Technik nicht einsetzt hier gerade. Alter, okay. Das geht noch klar. Ich sehe halt gar nichts, ey. Den scheiß Nebel da vor mir. Jetzt können wir ihn gleich schlagen, wenn uns nicht hier gerade vertreten wird. Ja, ihr wisst schon, ne? Jetzt aber. So, getroffen. Flöcke drauf. Einfach drauf halten. Jo, das bin ich. Jetzt überholen da jetzt raus. Das ist viel Schrott. Ich frage mich eigentlich, woher er das her hat. So viel Schrott habe ich eben nicht gesehen, wo er auf dem Weg war. Jetzt du. Oder? Doch, das kann gut möglich sein. Für diese Autos, die ja auch standen, ne? Wo ich hierher kam. Bei Treffen muss auch gelernt sein, ne? Monsoon. Ehrlich? Das kannst du auch besser. LOL. Das ist gerade gewesen, ne? Wir müssen nicht hier Zweikampf machen? Nein, das habe ich nicht. Nicht solange ich Jack the Ripper bin, ne? Alter, ich hab da gerade echt rein. So geht's aber. Dein Schüler ist geschlagen, ey. Okay, oh mein Gott. Der scheiß Dritte nutzen die nix. Oh Gott. Oh Gott, ich brauche Leben auf jeden Fall. Alter, Ryan. Leben. Okay, hab noch eingenommen. Aber nur die Rüstungskaste gut, ne? Dann habe ich schon Leben auch eingenommen. Gut zu wissen, aber. Oh Gott, dieser Attacke meine ich, die er den eingesetzt hat. Jetzt. Alter. Der gehasst mir am meisten von denen. Weil die direkt so unberechenbar ist einfach. Wie ihr vielleicht so gemerkt habt gerade. Nur her damit. Ja, das wäre ja gar nichts gewesen. So, mehr könnte ich auch noch halten, ne? So wie das eigentlich gerade. Bloß her. Okay, das war doch noch sehr leicht gewesen, ne? Geht schwerer. Also ja, kannst du ja trennen. Vergessen. Block. Wir müssen an ihn rankommen. Alter, okay. Der Schüler wäre schon gewesen mit deiner Hand. So jetzt aber. Oh Gott. Ich kann selbst ohne Unterleib angreifen, ne? Also okay, hat er noch nicht eingesetzt. Eben. Weine. Wir nehmen dich doch. Oh, wach auf. Und dann ja, nimmt man den Zustand, wenn man bewusstlos, ja so. So, K.O. So, das war ein Treffer erstmal. Achso. Nein! Scheiße. Alter, bleib stehen. No good, mehr Schrott. So, mal richtig gut ausgewichen. Ach komm, dann treffen wir doch eh nicht. Wow, das war knapp, Leute. Sehr knapp. Okay, ihr weiß ich, was mich hier immer erwischt. Diese Bruchstücke da, die sind jetzt her sieht. Komm, mehr kannst du nicht. Am besten wäre es noch, wenn er jetzt so einen ganzen Kumpel auf mich schmeißt. Oder so ein Obelisk. Das geht auch, Leute. Weil selbst der hätte mich aufhalten können. Ich werde ihn ausschalten auf jeden Fall. Guck mal, was ich wolle. Naja, so schwach bin ich auch wieder nicht. Denn ich bin ja recht so super, ne? Ja.
ist ein Ende für dich, Monsoon. Erstmal habe ich dich gebraucht mit der Klinge. Kampfra. Oh. Das wäre mal gut gewesen, Leute. Der Bosskampf war einfach ganz spitze. Don't be ashamed. It's only nature running its course. Your means end here. No, I passed one to you. Sure as the sun will rise, the slaughter will continue. Now. I return to the earth. Wind blows, rain falls. The strong prey on the weak. All is as it should be. Raiden? I'm fine, Kevin. Relax. I'll get the brains. I don't want this for anyone else. All right, man. Later. Kapitel 3 beendet, Leute. Ja, mit Kampf Rang C nur. Okay. Okay, oben steht's ja. Wir haben viele Kämpfe nicht gemacht, wie es aussieht. Oder? Oder was heißen die Striche? Egal. Okay, KP Bonus 7000. Letztes Mal war es 8000, aber wir haben die Punkte ja beibehalten. Und die Upgrades, was recht schade ist, aber egal, was soll man machen, ne? Wenn diese Scheiße auf dem Programm das Mikro nicht aufnimmt, ne? Und ja, angemerkt, Leute, was ich nur sagen wollte, ist, dass das Spiel gerade nur immer besser wird für mich. Auch wenn ich das hier gerade normal spielen durfte. Aber ich habe 10 Minuten gespart, auf jeden Fall. Weil diese Part gerade, den ihr gerade seht hier, hat eigentlich 40 Minuten gedauert. Eigentlich. Oder 38, ne? Aber jetzt habe ich es in 33 Minuten geschafft. Wenn ich jetzt gerade glauben darf, die Uhr hier. Und ja. So weiter, bitte. Ich will hier ein bisschen weiter spielen. Rhinos kann man anpassen, nicht bearbeiten. Oh, was ich hier labern, ne? Okay. Was ich euch nur sagen kann jetzt, nach diesem Kampf hier gegen Monsoon haben wir seine Waffe auch gekriegt. Die, nicht das Schwert, das haben wir schon immer gehabt, sondern die Seis. Was ich auch schon verbessert habe hier, wie man hier sieht. Was ich jetzt nicht machen werde. Und ja, auf jeden Fall kann ich sagen, dass die Waffen hier nicht so allzu geil sind, finde ich jetzt. Ja, finde ich es, weil den Stab finde ich einfach nur ein bisschen geiler. Was soll's aber, ne? Ein bisschen upgraden, weil ich den ja viel mehr benutze derzeit, ne? Ich habe gerade voll mein Vorlieben dafür gefunden, für diese Stangenwaffe. Oh, wie die auch gerade hieß. Komisch einfach nur. So, was gibt's hier bei Fertigkeiten, neu oder Moves? Ach komm. Weil wir es haben, ne? Weil wir es haben. Was ist das denn gerade? Okay, wir können uns an unseren Stab drehen. Auch geil, Leute. Nämlich, kommen wir auch sofort einfach. Wir haben es ja, ne? Schnell ziehen. Boah, Leute. Ich hab das gleiche Problem wie eben in der Aufnahme hier. Mein Mund wird so trocken und ich kann nicht mehr sprechen gerade. So schlimm einfach. Ach, komm, kaufen wir uns einfach mal alles hier gerade. Fallender Blitz. Blitzschlag. Okay, hört sich geil an. Freie Luft zu drehen, Ambition ist das. Klingt ja alles sehr vielversprechend. Egal, Leute, weiter geht's in der Story. Ich muss sagen, ich bin echt gespannt, was jetzt nur im Laufe des Spiels kommen wird, auf jeden Fall. Es kann nur besser werden, auf jeden Fall, wette ich. Okay, nicht mal. Oh, schlechter war das.
war schon gerade so mal geil gewesen, der Bosskampf, Leute. War einfach nur mega. The brains are in the server room undergoing training. Knock yourself out. Go nuts. Begeben Sie sich zum Server Room. Oder Raum, eher gesagt, ne? Leute, hier, warte. Was ich euch zeigen wollte noch. Hier. Die Seis. Ne, man sieht, wir haben so ein Dolch jetzt, ne? In der Hand. Damit können wir uns so Gegner dran stecken. Und uns dann alles schön hinziehen. Ne? Und mir fällt gerade auf, er hat ja voll die hohe Range. Holy sch... Alter, geht die weit. Ist ja nicht mehr geil, Leute. Okay, die Waffe gefällt mir doch schon. Und ja. Aber Leute, wir können uns jetzt, wenn wir L3 und R3 drücken, also wenn wir jetzt auf die beiden Sticks drauf drücken, können wir uns so Jackson Ripper machen. Und halt wieder zurückgewandt wandeln. Ja. Das ist recht geil, aber egal. Jawohl, unterbrochen, Leute, mal wieder. Kurz vom Ende des Partys, aber egal, Leute. Ich sag erstmal, okay, das geht. Ja, bis nächstes Mal, Leute, und like das Video, wenn es geil war. Ist es bestimmt nicht gewesen. Also, bis zum nächsten Mal und tschüssikowski.